Moin Leute, Famex hier. Ich bin sehr aufgeregt. Wir werden heute das ganz neue Set Shining Fates öffnen. Das ist überall ausverkauft. Es gibt brutale Lieferengpässe. Die Vorbestellungen wurden vorbestellt und darauf wurde geboten und sich überboten. Und es wurde immer teurer und niemand hat es bekommen. Die Leute standen vor den Läden Schlange und haben nichts mehr bekommen. Es tut mir an der Stelle wirklich leid, dass es gerade Lieferengpässe gibt, dass nur wenige Leute diese Boxen haben. Ich bin jetzt auch einer der ersten Content Creator, der das Ganze mit euch teilen kann. Ich habe aber nicht nur eine Elite-Trainer-Box, wo 10 Booster drin sind. Hier kann so ein unglaubliches Glurak drin sein. Glurak Shiny V-Max. Gerade sind alle Karten hier raus extrem teuer, weil es, wie gesagt, davon nur so wenige im Umlauf gibt. Hier sieht man sogar die Promokarte, die mit am Start ist. Dies ist eine Tinbox. In einer Tinbox sind 5 Booster. 5 Booster drin. Ich habe aber nicht nur eine Elite-Trainer-Box und eine Tinbox, sondern 6 Tinboxen sind eine Case. Jo, Fokus, ich bin hier. Hallo? Ich bin hier drüben. Okay. Ich habe eine ganze Case Tinboxen. Ey, wirklich, sorry. Doch, ich kann schon was dafür. Ich habe 4 Cases. 4 Cases Tinboxen habe ich hier. Und die ganzen Kinder kriegen keine Pokémon-Karten. Guckt euch das an. Das ist ein Traum. Ey, nein, das ist fies. Das ist wirklich... Ey, jetzt mal wirklich... Das ist fies, aber ich habe... Ey, es hat jetzt den Bock eh nicht fett gemacht. Viel fieser sind die Händler da draußen, die sich die Dinger holen als Wertanlage. Mir wurde schon von allen empfohlen, mach diese Elite-Trainer-Box nicht auf. Da werden nur noch wenige kommen und sowas. Die wird in einem Jahr vielleicht über 1000 Euro wert sein. Nimm das als Wertanlage. Auf keinen Fall. Trotzdem tut es mir leid, dass ihr keine bekommen habt. Aber die Dinger werden nachgedruckt. Ich kann da auch nichts für, okay? Könnt ihr trotzdem den Stream genießen, ohne zu sauer zu sein? Ich war heute beim Arzt, beim Kardiologen, wegen meines Herzens, weil wir ja, als so viele Subs reinkamen, ist mein linker Arm eingeschlafen und mein linker Fuß. Und ich hatte mal einen ultra-hyper-Herzrasen, als ich mich beim Sport überanstrengt hatte. Und das ging eine halbe Stunde nicht weg. Habe ich alles checken lassen, alles unbedenklich. Super chillig. Alles top. Ah, ich habe wunderschöne Arterien. Das ist alles klasse. Ey, das ist super, da muss ich auch nicht wie zum Arzt. Von einem ich kleinen Kind. Ich habe auch überlegt, ob ich zum Kardiologen gehe, aber wenn mega du jetzt geil, für uns beide Ablagerung warst, dann muss ich nicht. Ja, ist doch, okay, chillig. Dann ist gut. So, als erstes öffnen wir hier eine Elite-Trainer-Box. Aber heb super alles Ultra-Trainer. Ja, ja, alles safe. Promokarte, die Dinger hier. Das behalte ich alles schön. Alter, das ist das Shiny Glurak V-Max. An der Stelle auch nochmal ein richtig dickes, fettes Danke an die Jungs von Rave Cards. Die kommen ja da ganz aus dem Süden irgendwo. Die sind heute extra hierher gefahren und haben mich und Mickey und ich glaube noch andere Leute beliefert. Da hatte ich das schon vor Monaten vorbestellt und dass sie das jetzt hierher gebracht haben, war zwar sehr teuer, das Ganze, was ich hier habe, aber dass das funktioniert hat und dass die jedes Mal mit dem Auto hierher kommen. Das Ding ist, was ihr vorhin schon erklärt, Shining Fates gerade neu released, das Display am 19. kam es raus. Du hast es jetzt als einer der ersten komplett in Deutschland. Die ja. Karten sind auch noch nie bei PSA durchgegradet worden. Bedeutet, ja. Wir können hier nicht mit PSA-graded Karten gucken, sondern müssen immer die aktuellen Preise halt auf Card Market nehmen. Und alleine in den Shiny Charizard V-Max geht halt auf Card Market ungegradet das erste auf Englisch für 550 Euro. Das ist krank, Mann. Das ist ganz krank. Oh, ist das alles neue Artworks? Das ist so geil. Ja. Oh was? Mopeko direkt als Reverse Holo? Das ist eine der beliebtesten Karten aus den neuen. Geil. Ja, der sieht schon stark, aber auch aus wie Pikachu. Ja, 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 das stimmt. Deswegen das ist er so beliebt. Was haben wir dahinter? Als erste, allererster Hit. Oh mein Gott. Professor's Research in Ultra Wack. Stell mal wirklich vor, ich bin einer der ersten Deutschen. Oh mein Gott, das Shiny V-Max Full Art. Kann man ja dazu sagen, ist tatsächlich keine komplett neue Karte. Gab es bis jetzt aber nur auf Japanisch. Bedeutet, ist jetzt durch Shining Fates erst auf Englisch verfügbar. Ja. War schon vorher auf Japanisch ein kompletter Publikumsliebling. Oh mein Gott, ja. Oh. Das ist sowieso einer meiner Favorites. Der guckt immer so dumm und auf dem ist er noch dümmer. Aber dadurch auch irgendwie süß. Den finde ich geil. Was macht der denn da? Nee, der ist ein bisschen. Der futtert ein bisschen. Der ist ein bisschen hungrig. Opeko nochmal. Horsey nochmal. Sweet. Nein! Hey. Flapivia! Mein Hass-Pokémon aus der 8. Generation. Und er hat uns doch schon aus Farbenschock verfolgt. Und jetzt verfolgt er uns in Shining Fates hinterher. Aber als eine Shiny. Immerhin cool. Immerhin eine Shiny. Komm. Was haben wir dahinter? Na gut. Canyon. Haben wir auf dem Rare-Stapel? Nochmal. Der ist das gleiche Booster wie eben. Mopeko, bisher alles gleich. Kaknea, wieder gleich. Wirklich? Das ist 1, 2, 1 das gleiche Preis? Oh, was? 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 Direkt nicht. Oh! Eine Goldcard. Warum? Warum? Die habe ich immer noch nicht mal aufgezählt, weil ich dachte, ich ziehe heute niemals eine Goldcard. Junge, pack die aber mal absolut schnell in. Die ist überall aus Shiny glänzend. Die darf ich gar nicht anfassen. Ich guck schnell, was dahinter ist. Celebi als Rare. Celebi ist aber auch cool. Oh mein Gott. Ich bin einer der Ersten, die Karte gezogen hat.
Ich hab's dir gesagt, ey, ich hab keinen Bock mehr. Zwischen 80 und 100 Euro. Die Pechsträhne ist vorbei. Ja, ungewertet zwischen 80 und 100 Euro. Oh mein Gott, die sehen so geil aus, die Goldkarts hier raus. Ich hab sie mir gesehen auf dem Bild, aber ich dachte mir, so what? Aber die ist so unwahrscheinlich. Sieht so ein shiny Glurak aus, Max, das dürfte ja da auch in der Nähe sein. Achso, es ist quasi der Misch aus den beiden. Ah, krass. Es ist dieses, genau diese Zeichnung in diesem Stil. Ja, das ist die Kreuzung zwischen den beiden. Eine unfassbar wunderschöne Karte. Und da ich beide Karten einfach ja, zweimal habe, denke ich, passt das sehr, sehr gut in mein Set rein. Generell, Glurak ist gut auf mich zu sprechen in letzter Zeit. Ah, krass. Hey. Okay, Goldcard ist jetzt schon Win. Auf jeden Fall. Einfach gewonnen. Ach, Digga, was? Dreimal jetzt schon. Zwei Reverse Holos, Nubo und Mopeko. Was haben wir dahinter? Manaphy. Mopeko, bisher überall drin gewesen. Gutes Rofflet. Licket. Mr. Rhyme? Der ist Rapper. Mr. Hä? Das ist die Galar-Version von Pantymos. Die Weiterentwicklung von Ja. Mr. Das ist halt shiny. Krass, was haben wir dahinter? Oh, der ist geil. Das ist wohl das geilste Artwork. Dreadnought ist wirklich cool. Dreadnought ist so geil. Ach, Digga, nochmal Horsey? Horsey into Horsey und Horsey Reverse Holo haben wir schon. Allerletzte Karte aus der Litrina-Box. Ich möchte bitte noch einen Hit haben. What the fuck? Ach, halt's Maul. Das ist doch meine Hasskarte. Das ist der Anker. Wieso ist denn der in V-Max drin? Ein Anker? Ey, ich finde die 8. Generation auch ziemlich geil. Aber ich hasse das, wenn Pokémon keine Hunde, Ratten, Vögel oder Katzen sind, sondern wenn Pokémon Gegenstände sind. Mittlerweile gibt es Tassen, Sahnetorte, Bärenfalle und einen Anker. Das Ding hat auch nicht mal Augen. Das Ding hat auch nicht mal eine Lunge. Ein Anker? Also geil, ist das eine V-Max? Es ist eine V-Max, das ist nice. Aber ein Anker V-Max. Rusted Sword. Eldegoss. Buizel. Smogon und Shinx. Grookey und... Ne, das hier noch nicht. Und Tropius in Reverse Holo. Und, ach Digga, den gibt's auch noch als... Ach, dann hatten wir ihn vorhin als eine Reverse Holo gezogen, obwohl das eigentlich eine Holo ist, ne? Ja, anscheinend. Okay, ist das die nächste Shiny? Ja. Ach Digga, den haben wir jetzt als Reverse Holo, als Holo und als Shiny? Der ist doch cool, Mann. Der ist richtig cool. Das sind Schornsteine, das sind keine Zylinder, aber das ist beides. Das ist ein Schornstein und ein Zylinder. Also das Galarian Weezing Set haben wir jetzt komplett. Ist das der Perf... Weiter geht's. Manaphy. Die haben wir jetzt auch schon 100 Mal. Ja, ne? Rusted Sword. Boah, geil. Was machst du da, Max? Was? Du bist verklickt. Du warst so aufgeregt. Hast du gerade gesagt, verklickt? Ja, weiß ich auch nicht. Rofflet. Was? Was? Zweimal? Dieselbe? Das gleiche Gold. Was? Die gleiche Goldkarte. Die ist nur alle 155 Booster drin. Ich habe zwei Goldkarten nach 15 Boostern. Das ist einfach die gleiche Goldkarte. Junge, das ist so dumm. Hä? Das ist so dumm. How is that even working? Das ist so dumm. Oh. Ja, GZ-Box. Was geht? Was geht? Was geht? Der Birdkeeper. Bei der Full Art Trainer auch deutlich unter der Pull Rate. Ja, na klar. Doch, die sieht übel geil aus. Oh mein Gott. Nice. Was? Ditto shiny. Ditto wie shiny. Full Art. Oh, ist das geil. Der ist richtig geil. Das ist einer der geilsten Full Arts des Sets, finde ich. Ditto auch einfach eine seltene Karte überhaupt in allen Sets. Absolut, absolut. Oh, ist das geil, dass wir die jetzt schon haben. Oh, Professor's Research. Weasel into... LOL, Ditto wieder! Nochmal Ditto! Beide Dittos. Oh, das finde ich auch ein cooles Artwork. Weil es gibt der drei, so ein... es gibt drei. Drei Dittos, okay. Das ist so ein geiles, gibt gerade schönen Kinnhaken. Eine V-Karte, wo packe ich eine V hin? Zu den Vs, da kommen noch einige Vs. Trap nicht. Und... Pokekid, oh mein Gott. Wo alle denken, es im Feld ist ein Evoli und laufen dahin, das ist ein Trainer. Oh mein Gott. Ey, wieso ziehen wir so viele Full-Art-Trainer? Ist das normal? Alle 30 Packs. Ja, dann ist das nicht normal. Das ist nicht normal, kostet 30, 40 Euro die Karte. Eldegoss und als letzte Karte aus der Tinbox. Oh, what? Das ist der Feuerstarter als V-Max. Oh Gott, das ist nicht so die erste V-Max-Karte sogar, die wir gezogen haben heute? Nee, wir hatten schon eine. Der ist in meinem Team. Alter, was? Ja, logisch. Der Feuerstarter als V-Max. Müssen doch hier einige Leute ultra fühlen. Oh, aber die Karte ist geil. Der Starter als letzte Entwicklung. Der Feuerstarter in V-Max. Oh, der ist auch todesgeil. Weiter geht's. Oh, Mann! Es war die ganze Zeit dahinter! Oh mein Gott! Amazing Reaction! Die wollte ich unbedingt ziehen! Die sieht so wunderschön aus. Ja. Oh mein Gott, das war das letzte Game, was ich gezockt habe. Rubin und Saphir. Oh, ich wollte sie so gern heute ziehen. Und das ist meine aller. Es gibt nur drei Amazing Rares, das ist eine davon. Digga, ich hatte sie eine halbe Stunde in der Hand.
Die ist schon voll eingeweicht von deiner Schweißhand. Oh mein Gott. Oh, ich habe ein gutes Glurak-Gefühl. Was haben wir hier erstmal? Oh, was? Ja. Copperaya. Evolution 2.0. Rose. Hey, Rose. Der wird auch safe beliebt sein. Oh mein Gott, ja. Der Liga-Präsident. Ja, der ist der Bösewicht, aber er ist halt geil. Ja, ich weiß. Kacknäher into. Skylar? Yo, dieser war nicht 11. Alle Charaktere sind in Pokémon 11, aber nein, erstes das akzeptiere ich nicht. Bank und jetzt so. Aber ja, du hast recht, die kostet über 80 Euro, die Karte. Die kostet, wusste ich, dass über 80 Euro kostet. Echt? Alle, die keine Mädchen mehr sind. Sehr begehrte Karte. Oh! Krass. Oh mein Gott, einer der schönsten. Ach du Das wollte ich unbedingt ziehen. Ey, alles, was ich wollte, bekomme ich. Das gibt's doch nicht. Wo habe ich das earned? Guck dir das an. Boah. Oh mein Gott. Shiny Lapras. Das wollte ich so gerne. Wie geil. Ist sehr stark. 30 Euro Karte. Oh mein Gott. Nee, die ist mehr. Das ist doch einer der geilsten. Oh, was? Oh, die zweite Amazing Rare. Die zweite Amazing Rare. Ich habe 2 von 3 Amazing Rares. Jetzt schon. Ich habe es gerade gar nicht gecheckt, was das ist. Ich habe es gerade gar nicht gecheckt. Beautiful. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 2 von 3 Amazing Rares. Stell mal vor, ich krieg heute alle Amazing Rares. Oh, das würde ich mir auch so gönnen. Oder? Ganz unterschiedliche Artworks. Das eine so gesprenkelt, das andere so ein Strudel. Beide Amazing Rares. Wenn die dritte heute noch kommt, schmeckt. Wie viel hast du noch? Ich habe noch 4. Ey Leute, danke für die ganzen Primes. Das ist todesgeil. Oh mein Gott, was ist das? Oh, sick. Den habe ich. Der ist in meinem Team. Toxtricity V-Max. Der ist sick. Der ist ja übersick. Der kostet 25 Euro, kostet der. Was ist das für ein Pack? 2 V-Max-Karten in einem Booster? Oh Gott. Kann ich dafür gebannt werden? 2 V-Max-Karten. Und? Grookey in Reverse Holo. Sehr, sehr geil. Oh mein Ui. Gott, Morpeko V-Max. Was für eine... Alter, wie viele geile Karten. Uiuiuiui. Der ist cool. Der ist ultra cool. Das war das Pokémon von Mary, oder? Ja, richtig. Leider halt eine 8-Euro-Karte, aber sonst ist der sick. Echt nur 8? What the fuck? Ich schwöre, das ist mehr, weil das ist das eines der Zuschauer-Lieblings aus der 8. Ich brauche einen dicken Hit, bitte. Dreadnought. Oh, die einzige Regenbogen! Let's go! Junge! Digga, die einzige Regenbogen aus dem ganzen Set! Schau es gibt rein. Nur eine Regenbogen! Und dann ist es Rumatras Totte und er hat die ganze Zeit drüber geredet. Aber die einzige Regenbogen! Ja, wild. Es ist die einzige Regenbogen. Es werden noch weitere geile Karten kommen. Das ist so... Oh! Ich hab alle! Ich hab alle 3 Amazing Rares! Junge, einfach Master Set aus einem Opening? Das ist Weltrekord. Und ich habe 3 Goldkarten und die einzige Regenbogen. Also das ist wirklich fast, ich glaube, die schönste Karte aus dem Set neben dem Glurak. Aber was mich bei denen ein bisschen wundert, ist, war das bei den Amazing Rares aus Hidden Fates nicht so, dass die auch noch über das Gelbe rübergegangen sind? Stimmt. Das ist noch über das Gelbe. Das ist hier nicht. Kosten gespart wieder. Die da oben, Mensch. Stimmt, hast du recht. Wegen Corona, ja. Kannst du aber, weißt du, können die nicht machen. Das kriegen wir über die Ränder. War noch ein geiles Feature immer. Alle 3. 3 Amazing Rares. Boom. Oh mein Gott, den habe ich jetzt Toxtricity in V und in V-Max als Full Art? Wie geil ist das denn? Was sind das für geile Karten, Mann? Ey, ich werde das Set vermissen, wenn es durch ist. Aber jetzt zieh noch das Glurak und dann bin ich fertig. Digga, gib mir jetzt noch das Glurak und ich mach das nie wieder auf. Ich habe halt so viel Luck. Die letzten 6 Tinboxen. Sehe, wenn hier das Glurak drin ist, ne? Es gibt 3 Amazing Rare, die habe ich. Es gibt eine einzige Regenbogen, die habe ich. Es gibt 2 Goldkarten. Die habe ich. Was wollt ihr eigentlich? Ja? Wie ist denn das Verhalten von dem? Also der... Oh, guck's dir doch mal an. Das ist das dritte Amazing Rare Kyogre. Wie geil. Und es ist... Ach Gott. Und? Oh hey, mein Gott! Der Ball Guy! Balduin! Ist das die wertvollste Trainerkarte? Ja, ne? Nein, die hast du aber auch schon gezogen. Die wertvollste. Erinnere dich an die... Ah, die mit Dame. Dem, ja. Ja, genau. Alter, einfach Ball Guy noch mit dazu. Digga, da halt's Maul. Ulangavi Full Art zum dritten Mal. Was? Aber geile Karte. Wenn ich schon eine. Ja, aber ist an dem Punkt jetzt auch ein bisschen respektlos, weil hätte auch ein Glurak sein können. Versprich mir, dass du mal. Oh, was? Das ist ein Kolossal! Shiny! So ein Ding ist es nämlich. Oh mein
Gott, Digga, wie stark ist die Tinbox gerade? Leute, das ist mein Lieblings-Pokémon aus der 8. Generation. Ich wusste gar nicht, dass es das als Shiny gibt. Kostet sogar 15 Euro. Das ist nochmal ein Fünfer drüber, aber der normalen Shiny. Monte Carlo in Shiny, wie geil. Oh, mit Jürgen hey, Luxray. Die hast du heute noch nicht gezogen, ne? Oh, die ist ja geil. Lol, das ist einer meiner Favorites heute. Come on, nice. Oh mein Gott! Das kann doch nicht sein. Was war das in der Tinbox? Leute, es gibt nur eine Regenbogen. Es gibt nur eine Regenbogen in dem Set. Nur All Creamy V-Max. Nur diese. Nur die Totte. Vorletzte Tinbox. Vorletzte Tinbox. Halt's Maul! Yo. Urgel V-Max! Ey, Urgel V-Max feiere ich sogar, muss ich sogar leider sagen, sehr. Max, das ist ja gar nicht Urgel. Das ist doch ja? Glurak. Ah ja, ist das neue Glurak, weil sie die Rechte nicht mehr hatten. Alter, sick. Geht's jetzt zum Glurak, Max? Danke, Mann, danke, Mann. Wow, Glurak V-Max. Sauber, ich mag das gerne. Ich hab vergessen, dass das Glurak ist, ja. Alter, nochmal. Digga, das ist doch so geil. Das ist so geil. Wie oft habe ich Kyogre? Viermal? Warte mal ganz kurz. Ich ziehe meine allererste ist eine Kyogre. Dann ziehe ich alle Amazing Rares, die es gibt. Und dann sage ich, Kyogre ist mein Lieblings-Amazing Rare. Und danach ziehe ich sie noch dreimal, die Karte. Warum ist das? Ist das wie geskriptet? Wie als könnte ich mir sagen, das wünsche ich mir und dann kommt das einfach. So, jetzt wünsche ich mir einen Glurak. So, klappt das so jetzt? Es kriegt einen Glurak oder was? Ja. Natürlich. Das Glurak wird so oder so kommen. Und es kommt heute. Oh mein Gott! V-Max. Okay, krass. Rillaboom. Ist krass. Rillaboom V-Max, unglaublich geile Karte. Keine Frage. Wir hatten nur das Rillaboom V als Full Art, das ist V-Max. Oh, wer ist strong? Oh Mann, ey. Stell es mal vor. Glurak Shiny V-Max. Eine der geilsten Karten da draußen. Ist es hier schon hinter? Ja. Kacknäher? Wie kann es denn so ein Ende finden? Das ist jetzt. Du hast insgesamt 3,5 Displays heute aufgemacht. Fall, Leute, wir haben durchgespielt. Das Set ist gerade erst rausgekommen. Es gibt so ganz wenige, die das hier aufmachen. Und was wir heute gezogen haben, ist Wahnsinn. Das hier ist die teuerste Trainerkarte. Skylar, insane nice. Alle 155 Booster kommt eine Goldcard. Wir haben Eternatus V und Eternatus V Max. Wir haben drei Goldkarten. Drei Goldkarten. Wir hätten heute nicht eine bekommen dürfen. Wahnsinn. Ditto. Wie? Shiny. Unendlich geil. Ja, Anker V-Max mögen wir nicht so. Feuerstarter in V-Max. Extrem geil. Pokekit. Auch unglaublich nice. Zwolok V. Birdkeeper. Zweimal. Rose. Pokémon Liga Leiter. Die höchste Instanz im Game. Rillaboom V-Max. Kyogre. Amazing Rare. Urgel V-Max. Die einzige Regenbogen, die es überhaupt gibt in dem Set. All Creamy V-Max. Haben wir gezogen, die Totte. Ulangar Shiny. Ist in meinem Team, haben wir dreimal heute gezogen. Ball Guy, auch einer der absoluten Fan-Favorites. Kyogre nochmal als Amazing Rare. Fellinx, dann noch eine Amazing Rare. Alter, ich muss gleich mal zeigen. Nochmal Rillaboom V. Nochmal die einzige Regenbogenkarte, die Totte. Und es gibt drei Amazing Rares. Wir haben sie alle. Cinerace V Max. Toxtricity V. Morpeko V Max. Rillaboom V nochmal. Nochmal Zwolok V. Boah, der Anker nochmal ein V-Max. Toxtricity V-Max Shiny. Ulangar noch zweimal. Indeedee V Full Art. Und, oh, hab ich ganz vergessen, Lapras, wie geil. Alter. Und Glurak wird kommen. Punkt, Ende, aus. Keine Diskussion. Ich werde nicht jedes Set besiegen wollen, aber ich werde dieses Set besiegen. Komme, was wolle. Ich werde so lange ziehen, bis es da ist. An der Stelle ein dickes, fettes Danke an euch da draußen, weil ihr das alles ermöglicht. Okay, das war's mit dem Opening. Dickes, fettes Danke an Caruso, dass er wieder dabei gewesen ist. Schaut da auch gerne vorbei. Meinung in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Sehen wir uns beim nächsten Opening. Haut rein. Tschüss.